Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Girls WG. Das Gesinge passt leider nicht zum Gedudel von mir, aber ist nicht schlimm. Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Girls WG und wir sind wieder am Start im Haus. Ja, und in der letzten Folge ist uns Pompidou davon gelaufen. Mal wieder. Ich glaube, Pompidou hat einfach keinen Bock mehr auf sein Leben hier bei uns. Es wird ihn einfach zu wenig, wird sich um ihn gekümmert. Ja, er ist ja krank gewesen und wir konnten ihn ja nicht behandeln lassen und. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir das nämlich jetzt vergessen, machen wir eine Suchmeldung nach der vermissten Katze, obwohl Pompidou eigentlich ein Hund ist, was ich bis heute noch nicht richtig verstanden habe, warum da immer Katze steht, aber gut, wir suchen unsere vermisste Katze, die so ein bisschen aka Hund ist, aber vielleicht findet sie ja trotzdem jemand oder ihn, das wäre auf jeden Fall sehr schön, deswegen Suchanzeige ist raus um 21.46 Uhr, ich hoffe, die Leute suchen fleißig mit, denn das wäre sehr schön, wenn Pompidou dann wiederkommen würde. Ich glaube, Pompidou ist einfach so ein kleiner Streuner, der gerne auch mal alleine on the road ist, ja, so ist es einfach und wir lassen ihm einfach diese Freiheiten. Hier liegt noch ein SimCity Käsekuchen. Den lege ich mal weg. Und wir haben ein Dürsterchen. Auch das werde ich mal eben stillen mit einem Durstlöscher, den ich jetzt trinken werde, liebe Freunde. Außerdem hatte ich in der letzten Folge vergessen, die Top-Kommentare vorzulesen, was natürlich gar nicht geht. Deswegen hole ich das heute nach. Top-Kommentar ist natürlich wieder Emma Watson, die immer sehr fleißig ist. Kannst du mal jeden Sims-Sonntag oder so alle alten Familienmitglieder einladen? Dann sind alle mal wieder vereint und du kannst die ganzen Bilder dann mal kopieren und sichern. Like, damit sie es sieht. Ja, das hatte die Emma mir, glaube ich, letztes Mal schon in die Kommentare geschrieben. Ich hatte es letztes Mal schon gelesen und habe es dann nicht gemacht. Das müsste helfen. Die Suchmeldung von Mia müsste bewirken, dass alle nach Pompidou Ausschau halten. Ja, das wäre auf jeden Fall recht freundlich, wenn dem so wäre. So, dann gehen wir mal weiter. Außerdem hat Zocker Mimis Page liebe Olin geschrieben, was Mimi sagt, wenn ich allein im Raum bin. Yay, wir sind wieder zu Hause. Hier ist es so gemütlich. Das Haus ist mir echt gut gelungen. Wenn meine Eltern im Raum sind, scheiße. Na, da machen wir doch gleich mal ein kleines Techtelmechtel. Like, wem es auch so geht. Und dieser hässliche Baum ist ein Plasmafruchtbaum. Also dieser Baum hier ist der Plasmafruchtbaum. Ja, das hätte mir eigentlich auch klar sein können. Den bräuchten wir wahrscheinlich sogar eventuell. Der ist auf jeden Fall normal. Ernten können wir im Moment nicht. Was genau ist das für eine magische Frucht hier, die hier wächst? Sie wächst, obwohl noch klein, ist okay. Also ist schon gruselig, aber ist okay. Ist ein Bug, würde ich sagen. Bug. Ja. Außerdem hatte mir die Lea N geschrieben, ich finde, es wird Zeit für ein neues Kind. Ja, das hatten auch ganz viele hochgeliked. An sich hätte ich da auch mal wieder Bock drauf, muss ich wirklich sagen. Die Frage ist natürlich nur, von wem? Von Mia oder von Dingens? Von Mary? Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr mehr Lust drauf hättet. Wir könnten Jill ja eventuell ausziehen lassen. Die könnte ja mal zu Sebastian gehen. Sie hat hier wieder diese Topfkanne gemacht. Den Tonklumpen, aka Topf... Was ist es? Ich weiß es jetzt nicht. Teekanne. So, dann hatte Oli mir auch privat geschrieben, ich soll doch mal bitte die ganze Scheiße hier wegräumen. Hier Töpfchen, Kinderbett und sowas brauchen wir ja jetzt alles nicht mehr. Hast du vollkommen recht. Und sie wollte auch ganz gerne, Moment, hier unten sind noch Bauklötzchen, auch die entferne ich mal. Und sie hatte sich gewünscht, dass ich aus diesem neuen Haustier-Pack eventuell noch ein paar Dinge aufstelle, weil da gibt es ja neue Körbchen und. Und auch das ist eine super Idee, deswegen gucke ich mal gerade, wo gibt es denn hier für Haustiere, wo war das denn nochmal hier, genau. Da gibt es ja auch noch jede Menge neuen Stuff, den wir da haben, zum Beispiel hier Outdoor-Spielzeugkiste und, aber die, ich finde die, glaube ich, schöner. Obwohl die eigentlich ganz cool ist, diese Wuff-Kiste hier, hör mal. Die nehmen wir einfach mal. Obwohl, die können wir ja drinnen draußen lassen. Dann nehmen wir noch eine für drinnen. Ist ja jetzt ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir, glaube ich, einfach. Ich stelle die einfach mal hier so in die Ecke. Ich hoffe, dann kommt da noch jemand lang. Ich glaube nicht. Warte mal. Ich stelle das mal weiter rüber. Und das hier auch noch einen Tick weiter rüber. Dann müssten sie da eigentlich noch vorbeikommen. So, dann haben wir ja hier noch diese Röhren. Die hatten wir aber vorher schon. Dieser Napf ist neu. Und das Ding hier ist neu, glaube ich. Ist das neu? Das weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt ist wieder hier alles neu angeblich. So, was haben wir denn hier? Ach, der ist ja süß, ne? Der finde ich süß. Sollen wir den nehmen für Pompidou? Pompidou ist ja ein Junge, deswegen würde ich irgendwie sowas Blaues hier vielleicht sagen. Ich verkaufe das mal und lege stattdessen das dahin. Ach, scheiße, ich hatte da Dingens an. Warte mal, da muss ich mal eben den Sheet aktivieren. Testing Sheets to bb.move Objects on. So. Dann ist das nämlich auch wieder an. Dann können wir das nämlich auch richtig schön da in die Ecke
quetschen. So. Obwohl es eine Katze ist. Eine Katze finde ich irgendwie doof. Ich will keine Katze. Ich will da so ein Hundekörbchen haben. Das sind alles Katzenkörbchens. Das ist süß irgendwie. Was haben wir sonst noch so? Das ist auch süß. Das finde ich auch nicht schlecht. Was glaube ich denn das? Das finde ich irgendwie putzig. Legen wir das mal dahin. So, und das Eigelb würde ich auch ganz gerne nehmen. Das finde ich nämlich sehr schön. Auch da gucke ich mal. Was haben wir denn da noch? So ein Steak. Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich irgendwie lustig, ne? Aber ich glaube, ich will das Eigelb. Ich finde das Eigelb irgendwie lustig. So, legen wir das Eigelb dahin. Dann ist das das Katzenkörbchen von unserer süßen Katze. Und dann haben wir noch das neue Klo. Auch das würde ich gerne ausstellen. Moment, dann entfernen wir das mal. Und stellen das mal dahin für Mini-Fuzzi, weil Mini-Fuzzi ist ja ein Männchen. Also machen wir einfach mal das Weiß. Das finde ich eigentlich ganz schnieke. Das ist der Kratzbaum. Hier haben wir noch sowas. Vielleicht auch gerne, ich würde auch gerne hier einen Kratzbaum irgendwo hinstellen. Aber hier ist halt echt dann voll, ne? So ein großer, der passt ja schon gar nicht mehr hin. Oder wir müssten irgendwas anderes wegräumen. Ist halt dann echt, ne? Ist dann echt voll hier, das... Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht einen kleineren erstmal. So hier so ein. Oder so ein vielleicht. Passt der noch irgendwo? Auch nicht so wirklich, ne? Am besten würde, glaube ich, dieser kleinste hier passen. Vielleicht fürs erste. Einfach, damit er sich hier oben... Damit er hier oben halt auch einen Platz hat, wo er drin rumklettern kann. Vielleicht, dass wir den hier so hinstellen oder so. Wartet mal. Stell den einfach mal hier so hin. Oh, jetzt steht er da in der Couch drin. Das sieht auch nicht so toll aus. Machen wir vielleicht einfach erstmal so. Mit dem Schwänzchen hier hinten dran. Finde ich irgendwie lustig. So, stellen wir ihn einfach erstmal da hin. Dann hat Mini-Fuzzi da auch was zum Klettern. Sieht jetzt zwar ein bisschen voll gebatcht aus, aber ist ja nicht so schlimm. Außerdem hatte mir, Moment. Leana Undercover hatte geschrieben, hi Mimi, kannst du vielleicht nochmal den Keller weiter einrichten? Auch das würde ich gerne tun. Anuks Welt hat geschrieben, wenn du Pompidou nicht behandeln kannst, ist er nicht krank. Und für Mini-Fuzzi brauchst du ein Alterungsleckerchen, damit er altert. Like, damit sie es sieht. Ja, das Alterungsleckerchen, das könnten wir rein theoretisch benutzen, müssen wir aber nicht. Denn er wird irgendwann von alleine altern, hoffe ich. Weil normalerweise müsste das eigentlich funktionieren. Ich weiß noch nicht wann, das ist das Problem. Wo ist Mini-Fuzzi? Jetzt? Ach, da. Ach, der ist so süß. Ne? Ich freue mich schon, wenn er endlich ein erwachsenes Kätzchen ist und nicht mehr so klein und spielig. Dann kann er nämlich auch hier überall so rumklettern und. So, dann haben wir unten den Keller. Der ist ja immer noch nicht so richtig ausgebaut. Das könnten wir eigentlich jetzt auch mal eben machen. Wir können jetzt mal so ein paar Erledigungen machen, die wir sonst nicht schaffen. Ich hoffe, da seid ihr mit einverstanden. Ihr mögt das ja, wenn wir den Keller ausbauen und so ein bisschen was machen. So. Ich würde sagen, wir machen hier wirklich nur so einen kleinen Raum. Das muss ja jetzt kein großer Raum sein. Moment, dann nehmen wir hier mal so eine Lampe, die kann dann hier auch noch hin, damit es da auch hell genug ist. Eine Tür bräuchten wir noch. Hier so eine handgeschnitzte Geheimtür. Den Rahmen finde ich ja auch toll, ne? Ich mag ja diese neuen, die neuen Sachen, die hier so drin sind, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Gibt es hier auch in Wald? Guck mal, so, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die ist halt sehr grob, ne? Vielleicht nehmen wir einfach erstmal eine normale Tür. Ich glaube, das reicht erstmal. Legen wir die erstmal dahin. So. Ach, jetzt bin ich wieder in Live-Modus. Wollte ich gar nicht. So, Moment. Wieder in den Baumodus rein. Und das würde ich auch gerne so ein bisschen archäologiemäßig einrichten. Deswegen gucke ich mal gerade, dass ich den Objektefilter hier reinmache und das Dschungelabenteuer-Pack reinhau. Und dann einfach mal schaue, was es da so an Tapeten gibt. Da gibt es ja jede Menge. Was dann auch irgendwie passt. Ja, zum Ambiente. Sowas hier, das passt halt eher als... Irgendwie so eine normale Tapete. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Das ist irgendwie sehr grau. Das finde ich ganz gut, glaube ich. Das sieht halt so ein bisschen archäologiemäßig aus. So, Boden können wir den auch tatsächlich nehmen. Das sieht auch cool aus, glaube ich. Warte mal, vielleicht gibt es den auch nochmal in anderen Farben. So ein bisschen heller vielleicht, dass es ein bisschen freundlicher ist. So, ach, jetzt bin ich... Och, Freunde, was ist denn los? Live-Modus, nicht Live-Modus, Live-Modus, nicht Live-Modus. So, dann haben wir hier den Archäologie-Tisch. Dann gucke ich mal gerade, ob es da noch mehr Objekte gibt, die wir dann nutzen können. Warte mal, da machen wir auch mal den Filter rein. So, Dschungelabenteuer. Dann können wir nämlich auch direkt ein paar Möbel daraus benutzen. Wir haben hier auch noch diesen neuen Busch, den könnten wir auch mal benutzen. Und wir haben noch jede Menge andere Sachen, die jetzt natürlich dazugekommen sind, die wir noch gar nicht eingebaut haben. Guck mal, hier auch der Spiegel, der ist auch so schön. Den hätte ich auch gerne irgendwo.
Müssen wir nachher mal gucken. Ich will den jetzt nicht einfach wieder irgendwo hinstellen. Aber hier können wir halt so ein paar coole Gerätschaften hinstellen, ne? Wie hier sowas zum Beispiel, damit es auch so wirklich so ein bisschen archäologiemäßig aussieht. Haben wir hier irgendwie so Regale oder sowas? Voll die Laube, hör mal. Läuft, läuft. Hier so eine Schatztruhe können wir hier noch hinstellen, das finde ich ganz cool. Sowas zum Beispiel, das finde ich auch sehr, sehr geil. Das können wir dann so über unseren Tisch hängen. So vielleicht. Sowas finde ich auch geil. Das passt auch genau hier hin. Sieht dann so richtig gruselig irgendwie aus. Warte mal, hier die Lampe nehmen wir mal weg. Hier gibt es ja einige neue Lampen. Dass wir dann vielleicht auch wirklich sowas hier nehmen. Obwohl, das sieht dann wieder ein bisschen sehr spooky aus, ne? Ne, ich glaube, das will ich nicht. Ich glaube, ich will dann doch lieber die Lampe hier. Die tue ich dann mal ein bisschen mittiger. Weil, ach, scheiße, wir haben ja gar kein Geld mehr. Ich gebe hier wieder fröhlich Geld aus. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir haben ja gar nicht mehr die Kohle. Wir können ja gar nicht mehr so viel ausgeben. Warte mal, die Schatztruhe verkaufe ich mal für 1500. Die ist echt knackig. Dafür nehme ich dann lieber hier so einen Sitz, wo man sich auch mal hinsetzen kann und dann mal ein bisschen chillen kann, wenn man hier so archäologiemäßig unterwegs ist. So, das finde ich ganz cool. Das sind Theken. Das sind nochmal andere Sachen. Und dann vielleicht noch irgendwie eine Pflanze oder sowas, was so ein bisschen, damit das Ganze so ein bisschen wohnlicher aussieht. Haben wir vielleicht auch irgendwie, was ich jetzt noch cool finden würde, wäre so eine Lampe, die so rüberragt, damit man da irgendwie so, ne, ihr wisst schon, damit das so ein bisschen, was kostet die? 100, das geht ja noch. Aber warte mal, die würde ich gerne hier hinstellen. Hier so. Sieht schon cool aus irgendwie, ne? Also mag ich. Guck mal eben so rein. Uah, Raum ist zu klein. Ja, doch, gefällt mir, gefällt mir. Finde ich sehr gut. Gefällt mir wirklich. Finde ich schon mal nicht schlecht. Ein Teppich vielleicht noch. Der ist zu groß. Der ist auch irgendwie zu groß. So ein Regal wäre vielleicht nicht schlecht, wo wir dann auch noch einige Sachen hinhängen können. Aber da vielleicht dann auch eher irgendwas Rustikaleres. Sowas hier vielleicht. Ne, sowas lieber. So. Machen wir das mal so, das finde ich ganz gut. Da können wir dann nämlich noch ein paar Sachen draufstellen, die wir auch selber noch gefunden haben. Finde ich nicht schlecht. Also dann haben wir hier so einen kleinen Raum einfach zum Forschen und Erforschen. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ja, gefällt mir, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist ein sehr schöner Raum geworden. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Raum findet. Aber ich muss sagen, unser erstes eigenes Archäologiezimmer finde ich schon sehr cool. Ich gehe mal gerade, warum sind die traurig? Ich vermisse meinen flauschigen Freund. Ach so, ja, wegen den Hunden. Ach ja, tut mir schon sehr leid. Ich habe ja noch ein paar Artefakte zu authentifizieren. Hier sowas zum Beispiel. Das können wir gleich mal direkt in Angriff nehmen, wenn wir schon mal dabei sind, würde ich sagen. So, dann geh mal runter. Und schau dir erstmal an, ich weiß, du bist traurig, aber das wird schon wieder, Mary. Keine Panik auf der Titanic. Ja, wie gesagt, mit dem Kind, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, ob wir nochmal ein Kind kriegen sollen. Wir sind ja auch noch immer dabei, dass Mia und Mason immer noch nicht verheiratet sind. Auch da würde ich gerne nochmal dran arbeiten, dass sie nochmal heiraten, weil, ja, es wird einfach Zeit. Da würde ich aber auch gerne dann so ein kleines Art Special machen, zum Korb bringen, das mache ich mal eben. Nochmal so ein kleines Special machen, damit wir da irgendwie auch weiter vorankommen und ja, dass das irgendwie, weiß ich nicht, finde ich dann schon cool, wenn die wieder verheiratet wären. Es sieht schon cool aus hier, ne, finde ich. Sieht halt so richtig archäologiemäßig aus. Gefällt mir, gefällt mir. So richtiges Forschungszimmer. So, da kann die Mary dann nämlich schön an den Sachen arbeiten. Hast du die Wäsche schon weggebracht? Ja, hat er. Sehr fein. Wäsche ist auch leer. Hier ist noch ein bisschen Wäsche drin. Da kannst du mal Wäsche machen. In Waschmaschine stecken, Dominik. Wenn du gerade schon mal dabei bist, du brauchst dich jetzt nicht ins Bett legen. Vor Trauer. Pompey, du wirst schon wiederkommen, hoffe ich. So, Macy Basie, was geht bei dir ab? Der ist hier unten in der Badewanne. Der kann mal die Wäsche zum Korb bringen. Und du, mein kleiner Freund,
Oh, das tut mir leid. Ich habe auch übrigens, habt ihr mir geschrieben, dass ich hier, wenn ich hier den Nager studiere, somit auch meine Hausaufgaben erledige. Und ich muss natürlich den Käfig immer sauber halten, weil es eine neue Todesart gibt. Auch das hat mir die Olin erzählt. Außerdem habe ich gelesen in den Kommentaren, dass Anja Kuhn 2 Wochen Ferien hat. Osterferien. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen soll, dass ihr wieder faulenzt den ganzen Tag, liebe Freunde. Nein, natürlich wünsche ich euch wunderschöne Ferien. Alle, die Ferien haben, ist natürlich wunderbar. Ich liebe Ferien. Ich hätte sie auch gerne wieder. Genießt jeden Moment, denn es ist irgendwann vorbei mit den Ferien. Und dann gibt es nur noch Urlaub und davon wenig. Also es ist, gibt Schöneres. So, Drake ist ein Hitzkopf. Solche Sims sind oft wütend, meist zum Leidwesen der umgebenden Sims. Ja gut, so ist es nun mal. Er muss dringend pieseln, deswegen lasse ich ihn jetzt mal eben so verwenden. Seine Hausaufgaben hat er gemacht, das finde ich schon mal ganz gut. Dann braucht er die am Wochenende schon mal nicht mehr machen. Dann kann er sich voll und ganz auf sein Nagerchen konzentrieren, dem er dann erstmal ein Leckerchen gibt. Und dann kann er auch zum Frühstück kommen, weil es ist zwar erst 1 Uhr nachts, aber gut. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir nehmen mal die Reste. Ach du Scheiße, was ist das denn? Jetzt klingelt hier mein Wecker. Ist ein bisschen unangenehm. Um 10 Uhr. Ich muss aber heute ein bisschen später anfangen, liebe Freunde. Deswegen geht das schon klar. So, das Kätzchen weint. Ich gehe mal gerade hin und guck mal, ob da alles in Ordnung ist. Um Lied bitten. Ich streichel sie erstmal. Und dann machen wir mal um Lied bitten. Oh, sie ist so süß. Ich liebe Mini-Fuzzi. Wenn ich mal eine Katze habe, dann will ich sie auch Mini-Fuzzi nennen. Wenn ihr euch eine Katze holt, nennt sie Mini-Fuzzi. Das ist einfach ein toller Name. Oder Mr. Sniggles oder sowas. Finde ich auch cool. Irgendwas mit Mister. Oh, das hört sich irgendwie so kläglich an. So, ich lobe ihn mal und dann umarme ich ihn nochmal. Was du denn immer? Er kotzt sich hier einen ab. Er hat doch bestimmt wieder irgendwas gegessen, was er nicht soll, oder? Ausgetrocknet. Oh, er muss mal was essen. Er hat keinen Durstlöscher mehr, sehe ich gerade. Mary hat das Objekt sorgfältig analysiert und ist als echt eingestuft. Weitere Analysen können zusätzliche Informationen liefern. Mit weiteren Analysen kann Mary ihre Archäologiefähigkeit verbessern. Ja, sehr gut. Mia hat, glaube ich, noch Durstlöscher im Inventar. Ja, die hat noch ein paar. Dann kann die dem Macy Basie mal 2 abgeben, damit er auch mal was zu trinken hat. Oder 3. So, dann gönn dir mal, Macy Basie. 3 Stück trinken, bis er völlig am Verdursten. Bevor er jetzt hier gleich jemand anders anfällt, wird es vielleicht Zeit. Er will schon zu Tee greifen. Er ist schon völlig verzweifelt. Wenn ich nichts trinken kriege, dann nehme ich Tee. Oder ich beiße Maze, oder ich beiße Dominik. So, der Durst ist gleich gestillt. Hauptsache, wuh! So trinke ich auch mal Capri-Sonne. Wuh! Da bin ich direkt wieder gut drauf. So, zieh durch, Junge. Jetzt müsste er eigentlich wieder so einigermaßen, ja, jetzt ist er einigermaßen wieder gesättigt. Das ist ja ganz chillig bei denen. So, ja, liebe Freunde, dann schauen wir jetzt mal, was, wo miaut sie denn hier? Ach, da. Ich guck mal gerade, kann man so ein Alterungsleckerchen kaufen? Kann ich das von meinen Punkten holen? So hier Lebenszeit-Dingens? Wie viele Punkte haben wir da eigentlich? Da müssten wir doch eigentlich auch schon wieder Unmengen haben. Ja, 2600, da haben wir schon wieder eine ganze Menge. Ich guck mal gerade, Merkmale, Zaubertränke. Was haben wir denn so? Inspiration, Schlafersatz, Blitzputzer, großartige Erzählerin, Sportskanone, stets willkommen, Stimmungslöser, Insta-Schlank, Mentorin, Nachteule, marktauglich. Stahlblase haben wir schon gekauft, das hätte ich sonst jetzt genommen. Das können wir uns alles nicht leisten. Was haben wir denn hier? Betörend. Unternehmerisch. Okay, da können wir uns nichts holen. Ich glaube, dieses Alterungsleckerchen, das können wir nur selber herstellen an diesem Herstellungstisch, ne? Ich meine ja, das wäre so. Das können wir dann wahrscheinlich auch erst beim Tierarzt wieder machen, wenn wir wieder arbeiten gehen. Da können wir eigentlich in der nächsten Folge direkt mal wieder hin. Du, kleiner Freund, bist schon hier fleißig am Frühstücken. Das finde ich sehr gut. Was gibt's denn da? Monte Cristo Sandwich. Schau mal, die sehen einfach nur köstlich aus. Also wenn ich so ein Frühstück jeden Morgen hätte, ne, Freunde? Also wirklich, das wäre doch super. Da würde ich zwar irgendwann 150 Kilo wiegen, aber es wäre klasse. So, Macy Basie kann jetzt hier mal den Sauger anschmeißen. Reinigungsvorgang starten. Was stand da? Hans-Peter umbenennen. Ich habe ganz vergessen, dass der Hans-Peter heißt. Ich find's geil. So, ich verbessere den mal. Ach, kann ich jetzt gar nicht. Weil, ach, Level 8. Level 8. Wer hat denn hier Level 8 der Geschicklichkeit? Irgendjemand? Wahrscheinlich nicht, ne? Mia vielleicht? Obwohl eigentlich, ich muss ja sagen, Mary ist ja hier unser Genie, ne? Mary hat, glaube ich, die meisten Fähigkeiten auf Level 10. Die ist wirklich, Mary ist wirklich unser Genie hier. Also hier Charisma Level 7, da ist sie schon relativ weit. Feinschmecker kochen Level 10, Gartenfähigkeit Level 10, Kochen Level 10. Also die ist schon hier Tanzen Level 5.
Die ist schon gut drauf. Ich gucke mal bei den anderen. Dominik auch. Charisma Level 6. Fitness Level 10. Malerei Level 10. Auch schon zwei Sachen auf Level 10 gerollt. Also zwei Sachen würde ich gerne mindestens auf Level 10 bringen. Hier Charisma auf Level 9 hat unsere liebe Mia. Also auch fast vor Level 10. Ich glaube, die hat gar nichts auf Level 10, oder? Oh doch. Ich habe nichts gesagt. Vampirsaga hat es auf Level 15 sogar und Tanzen auf Level 5. Also zumindest auch zwei Sachen schon mal erfüllt. Macy Basie hat Level 10 Fitness und sonst kann er gar nichts. Und Jill ist auch noch so, naja, ne? Also da kann man auch noch an den Fähigkeiten ein bisschen wirken. Motorik Level 2, Sozial Level 4. Also er ist ziemlich sozial, der Kleine. Das finde ich schon mal schön. Hier muss was repariert werden. Das kann der Dominik jetzt eigentlich mal in Angriff nehmen. Wer hat denn die höchste Fähigkeit im Reparieren? Da möchte ich auch mal gerne gucken gerade. Geschicklichkeit Level 4. Geschicklichkeit Level 3. Ja, man sieht schon, wir haben oft neu gekauft anstatt repariert. Geschicklichkeit Level 5. Also Mia ist da bis jetzt am weitesten. Level 2. Ja gut, also dann wird Mia wahrscheinlich hier diejenige sein mit dem höchsten Level. Ich würde sagen, dann kann Dominik hier unser Geschicklichkeitsman werden. Dann lassen wir das mal so. Oh lala, Fräulein, Fräulein. Was geht denn mit dir ab? Ja, die Jill kann ja wie gesagt noch ausziehen. Also das wäre ja jetzt nicht das Problem, dass wir sagen, Jill muss hier wohnen. Die Jill kann ja ausziehen. Die kann ja auch mit ihrem Sebastian zusammenziehen. Dass wir sonntags mal die ganzen Freunde und Familie einladen, finde ich gar nicht schlecht. Das können wir dann halt in der nächsten Folge auch direkt machen. Da kennen wir ja noch einige, ne? Und unsere ganzen Vorkinder und Kindeskinder. Und wie gesagt, mich würde interessieren, ob ihr Lust auf noch ein Kind habt. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und vor allem von wem ihr euch ein Kind wünscht. Also das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, liebe Freunde. Das war es auf jeden Fall für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, falls ihr noch nicht abonniert habt, würde mich das auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Aktiviert unbedingt die Glocke. Wir haben im Moment wieder kleine Probleme hier auf YouTube mit der... Poppy, du bist zurück! Hey, guck mal, immer am Ende der Folge haut er entweder ab oder kommt wieder. Ja, das ist doch mal ein schönes Folgenende. Ja, wie gesagt, also wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, tut ihr das gerne. Und ansonsten aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn das Video online kommt. Weil im Moment hat YouTube wieder die Schwierigkeit, dass euch die Videos nicht angezeigt werden. Und das ist natürlich immer sehr ärgerlich für euch und auch für mich, wenn euch die Videos nicht so wirklich erreichen. Deswegen, falls ihr noch nicht auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button gedrückt habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Denn das nützt euch ja auch nur was und mir halt auch. Das wäre wirklich furchtbar nett. Jetzt füttere ich nochmal eben die Kuhpflanze, bevor ich das jetzt am Ende der Folge vergesse. Wir spielen ja erst am Montag wieder Girls WG. Deswegen mache ich das lieber jetzt, ne? Weil erledigt ist erledigt. So, Moment, da gehen wir jetzt eben noch hin. Wie sie so wackelt. Ich freue mich schon. So, zack. Gefüttert. Ihr geht. Pompidou wurde von einem Eichhörnchen gebissen. Mal wieder. Ist mal wieder krank. Also können wir da auch mal wieder gucken, dass wir den irgendwie, ja, repariert kriegen. Den armen Hund. So, jetzt wünsche ich euch aber wirklich einen schönen Tag. Und heute um 15 Uhr kommt noch eine Folge Way Out. Also schaltet auch unbedingt da ein. Auch ein super Let's Play geworden. Ich finde es sehr, sehr witzig und macht sehr viel Spaß. Ist zusammen mit dem Patrick. Da solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Es ist wirklich empfehlenswert. Und die Story und allgemein das Let's Play gefällt mir wirklich gut. Ihr werdet euch kaputt lachen. Das ist einfach nur herzallerliebst. So, tschüss, liebe Freunde. Haut rein!